Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt. Und ja, ich bin wieder ein bisschen fitter unterwegs. Mein Husten habe ich noch, also die Entzündung irgendwie da ist noch da. Ich muss jetzt aber noch 3 Tage Antibiotika nehmen und sowas. Aber es geht schon wieder bergauf. Husten wird aber schon weniger. Ich muss am Montag jetzt nochmal zum Arzt, da wird das nochmal nachkontrolliert. Und ja, wenn es dann nicht besser geworden ist, wird die Lunge geröntgt. Wir schauen mal, was da Sache ist. Und ja, nur damit ihr da Bescheid weißt. Ich war heute das erste Mal duschen nach der Woche. Es ging bei mir überhaupt nichts mehr. Deswegen, ich entschuldige mich nochmal, dass so wenig Videos gekommen sind. Die Videos werde ich jetzt alle über das Wochenende nach und nach bringen. Ich habe noch sehr, sehr viele COD-Videos. Ich habe noch Best-Offs. Der ist in Sachsen. Grüße gehen da nicht raus. Hat die Best-Offs fertig gemacht in den Zeitraum. True Farming habe ich immer so versucht, mein Bestes zu geben, dass die Folge kommt, weil ich weiß, dass ihr das so stark feiert. Ja, die anderen kommen auch noch. Und wie gesagt, es tut mir nochmal leid, aber wie schon gesagt, ich muss mich eigentlich gar nicht entschuldigen. Ihr hattet dafür alle so Verständnis dafür. Und da geht auch nochmal Grüße und Liebe an euch raus. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit dem RP hier. Nur noch knapp über 400 MB groß ist. Ihr werdet sehen, ihr braucht dafür ein paar mehr Extra-Mods. Aber Fakt ist eins, diese Extra-Mods ladet ihr ja nur einmal runter. Und immer wenn eine neue Map-Version kommt, braucht ihr immer nur diese 400 MB oder 450 MB oder was auch immer runterladen. Und schon seid ihr wieder drin im Leben. So, genau, ja, ja, das machst du richtig. Da gehörst du. Da gehörst du. Okay. Ja, mein lieben Freunde, ihr habt es auch gehört, eine neue Map-Version ist am Start. Moment, ja. Die ist kleiner geworden. Aus, Schluss, Ende, hör auf damit. Explodi. Hör auf damit. Schluss, aus jetzt. So. Was? Entschuldigung. Ja. So, wo waren wir stehen geblieben? Wo ist der Herr Bayer und der Exel? Harry und der Exel. Harry und Bayer. Der geehrte Bürger, befinden Sie sich 1415 beim neuen Verwaltungsgebäude an MFG Nölling. Ah ja. Ich wollte einmal ganz kurz eine Tankfüllung. Ach so, ja, das können wir machen, das ist kein Problem. Kommt ihr mit vor schon mal? Ja. Also ich muss ja einmal mal anmerken, die es ist wirklich schön hier so auf der Wand. Okay, eine Tankfüllung. Lol, Alter, was ist denn jetzt? Ey, hör doch mal auf jetzt damit. So. 50. Moment. Ein Moment. Ja. Herr Freezy? Ja. Wo ist denn Ihr Nummernschild? Ich hab nicht gehört, wo es ist. Also, hast du genuschelt? Also, wo ich hier drauf gefahren bin, war es noch. Ich glaub, der Ringler hat's geklaut. Was hab ich? Der Ringler haben sie rumfahren. Herr Ringler, haben sie die Nummernschilder von mir? Geben Sie mir mal meine Nummernschilder wieder. Was soll denn der Scheiß? Was für Nummernschilder? Ja, du hast die genommen, weil da King drauf steht. Komm, gib her jetzt. Ich hab keine. Ist klar. Herr Bayer, ich möchte Anzeige erstatten gegen den Ringler, der hat mir die geklaut. Alles klar, nehmen wir's auf. René, wo haben Sie die Schilder? Rücken Sie sie raus. Ich hab keine. Wir unterhalten uns später nochmal. Ja. Weil Freezy, ich kann dich leider so nicht mehr fahren lassen, ne? Das ist das Problem, ne? Das ist auch, also ich will mal so sagen, vollgetankt ist er. Gut, wie viel bekommst du? Warte. Was? 1258. Wie viel hast du denn da reingepumpt? Fast 500 Liter. Hast du super Doppelplus getankt? Fast 500 Liter sind da rein. 484 Liter. Kannst du bitte bezahlen? Nee, momentan nicht. 1285. Da muss ich leider... Ah, jetzt. Ja,
Geld an Hof überweisen. So, 1200. Warum muss ich dir wieder 300 geben? Ey, das ist so eine beschissene Scheiße. Jetzt gib mal Payback-Punkte. Hey, doch. Nein. Kriegst immer mehr. Herr Freezy. Ja. Herr Freezy. Ja. Wir nehmen Sie mal die Zettel. Können Sie das bei der Fahrt immer mit Ausnahmegenehmigung, dass Sie jetzt erstmal ohne Schilder fahren dürfen? Ja, ich kleb's hier dran, ne? Na, nee, Sie sollen das im Fahrzeug mitführen. Wenn es da vorne wegflattert, dann ist wieder Scheiße, ne? Ja. Okay. Gut, Raimund, was können wir für dich tun? Wir müssen nämlich gleich los, wir haben heute... Ich habe euch hier was reingeschickt. Harry, warte mal kurz, Harry, wann war die Verhandlung heute? Herr Bayer, wann war die? Die Verhandlung ist dann, wenn wir sie abholen, da würde ich sie kurz vorher anrufen. Ach so, okay. Aber bezüglich dessen, warum ich eigentlich hier bin, Herr Manus, Sie werden diesbezüglich auch vorgeladen, ne? Aber warum da? Aber also der Chef hat doch gar nichts gemacht. Entschuldigung, die Cam war aus, habe ich nicht gesehen. Hatte ich noch ausgemacht, weil ich ja die letzte Zeit so scheiße aussah. Ich meine, ich sehe immer noch scheiße aus, ich gehe morgen zum Friseur. Zu meiner holden Hairstylistin. Aber jetzt mal ernsthaft, warum hat das Ding keine Nummernschild? Darf ich damit nur auf Feld fahren? Du musst in 3 Minuten am Landtunnel sein. Nein. Um 14 Uhr bitte die 3 Fahrer des der Löschfahrzeuge beim Landtunnel einfinden. Ich bin Gruppenführer und kein Fahrer, deswegen muss ich nicht da sein. Aber musst du nicht sorry sagen. Habt ihr ja nur gesagt, warum ich nicht da sein muss. Alles cool, alles cool. Wenn du dich angegriffen gefühlt hast, tut es mir sehr leid. Das wollte ich nicht. Bitte. Harald! Hallo! Du bist ja wieder da! Ja. Ach, 3 Monate weg gewesen. Wo warst denn du? Ich hab eine Auszeit gebraucht. Hab auch niemandem Bescheid gesagt, deswegen war keiner informiert. Hab einfach mal ein bisschen entspannt. Ja, Harald! Kein Stress, nix mehr, runterkommen. Ja, ich hab mir ein bisschen Sorgen gemacht, um ehrlich zu sein. Dann tut's mir leid, aber ich hab mir gesagt, einfach weg, weg. Nee. Niemand wusste Bescheid. Alles gut, Harald, alles gut. Wie geht's dir? Erstmal hier, was mit dem Hof passiert. Ja, hat sich einiges getan. Hast du im Lotto gewonnen? Ja, die BGA, die schmeißt mir Geld ab, ne? Boah. Gibt's hier überhaupt noch ein Gerät, was ich noch kenne? Nee, ne? Pff, weiß ich nicht. Hier hat sich echt einiges getan, ja. Ja, mir geht's wieder gut. Ich bin einfach mal ein bisschen runtergekommen mit der Anna. Wir waren ein bisschen mehr oder weniger auf halber Weltreise. Ja. Nur einmal hin. Hat natürlich gutes Geld gekostet, aber... Nur bin ich wieder da. Und zur vollsten Verfügung.
Das freut mich. Sag mal, hast du den Türschlüssel gewechselt? Weil wir nicht mal neu kamen. Nee. Nee? Oh, jetzt ist die Tür ja offen. Mal schauen, wenn ich hier so guck. Also eigentlich müsstest du jetzt alles hier können. Ja. Ja. Okay, gut. Also, ja. Also hier hat sich ja einiges getan. Ja, vorhin ging es irgendwie nicht. Weiß ich nicht. Aber jetzt passt's ja. Boah. Gibt's was zu tun? Momentan nö. Nicht, ne? Momentan nicht. Ja, du kannst ja gleich mitkommen zur neuen Gebäudeeinweihung da hinten. Da waren Bauarbeiten. Ich hab das schon gesehen. Ich hab schon den Weg gar nicht mehr hierher gefunden. Ich kam ja im Hafen an. Ja. Und da steht ein riesen Gebäude hier. Oh. Ja, genau. Das ist gleich die Einweihung. Da werden wir uns gleich mal ein bisschen umschauen. Gut, okay. Dann können wir da mal hinmachen. Ja. Schauen wir mal. Mal gucken. Merkel. Hast du schön gefüttert? Ja. Ja, gut im Fleisch. Hier sind auch viele neue Personen eingereist und weggegangen und hier hat sich viel getan in Schwatzingen. Du. Aber Ole gibt's noch, oder? Ole, den gibt's noch. Ole, die treue Seele, ist geblieben. Ja. Der Jürgen, unser Auszubildender, hat seine Prüfung bestanden, hat dann einen Hof eigenständig übernommen. Ja. So lange war ich doch gar nicht weg. Ja, und dann ist er irgendwie... kam dann sein Cousin, weil er mit einer Blonden durchgebrannt ist. Und dann war sein Cousin auch weg. Und dann kam der Polizist irgendwann. Und ja, die haben irgendwie Schulden gemacht, haben sich, verkalkuliert. Die haben jetzt Schulden, werden überall gesucht. Die haben Scheiße gebaut. Ach, ich weiß es nicht. Action pur. Ja. Ey, was ist denn hier los? Das, oh, wo haben die das ganze Geld her? Ja, das erzähl ich dir mal besser nicht. Die Hütte hier haben sie auch abgerissen, weil die ragt ja über hier über die Straße da so rüber. Mhm. Die ist jetzt weg. Ja, hier hinten die auch. Ja. Hat sich so viel geändert. Ja, ja, hier, das kommt auch noch weg. Das dauert aber noch ein bisschen. Mhm. Hier der Pferdestall. Ach, die Liv ist auch nicht mehr da. Ist auch nicht mehr. Nee, die ist jetzt beim Stecher, die ist hier abgehauen. Auf jeden Fall, das kommt hier weg. Hier kommt dann noch ein Heusilo hin und, ach stimmt, ich muss noch eine Genehmigung abgeben, weil wahrscheinlich werden wir hier ein bisschen industriellen Hanf anbauen und, muss ich aber noch mit der Stadt nachher abklären. Oh. Ja. Hast du da schon eine Weiterbildung? Nee, muss ich jetzt noch alles machen, aber das werden wir dann noch alles sehen. Nett, dass wir hier Teilchen einbauen. Nee. Ja, Schweine, Klimawandel war auch hier. Die Schweine sind nicht mehr so produktiv, sag ich mal, wie sonst immer. Das dauert jetzt alles ein bisschen länger. Sehen auch gar nicht mehr so. Täuscht das oder die haben nicht mehr so dick? Ja, die werden jetzt dick, die wiegen jetzt gerade. Hm. Also das schwerste Schwein, was wir haben, wiegt 223 Kilo, ist 1,9 Jahre alt, ne? Ja, okay. Hinten die Schafe. Wie haben wir denn? Ah, Schafe, ja genau. Genau, den Kuhstall habe ich gekauft. Da bekommen wir jetzt bald vom Ringele die ersten Kühe. Die bringt er uns bald, dann ja, kriegen wir da die Kühe da rein. Und dann schauen wir mal, was du mit dem Hof angestellt hast, gigantisch. Doch schön. Hallo, meine Jäger. Ach, hey, Harald, du bist auch mal wieder da. Ja. Ich bin wieder zurückgekehrt. Gibt's hier gar nicht. Ja, dann kommt mal, wollt ihr mit rüberkommen zum neuen Gebäude von der Stadt? Ah, jetzt schon? Ja, ist jetzt da. Wir sind alle da. Ja, dann kommen wir. Okay, dann gehen wir. Jo. Mensch, wo warst du denn so lange? Ach, Harald, ich hab's ganz vergessen. Gebraucht. Wir haben jetzt auch eine Genossenschaft gegründet. Echt, aber na gut, das sagst du mir dann nachher. Ja, das erkläre ich dir nachher nochmal drüben. Bleibst du denn jetzt öfters hier? Einen Moment, ey. Ja, hallo? Ja, hallo? 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 Ja, hallo? 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 Du stinkst.
Der gewünschte Gesprächspartner ist vorübergehend nicht zu erreichen. Ah, Fritze, du bist ja hier. Ja. Ja, servus. Ich wollte gerade anrufen, fragen, ob du eine Zugverbindung wissen musst. Ja, nee, alles gut. Wegen deiner weiten Anreise. Ach so, Harald, du alter Kacklappen! Hallo! Moin! Dass du bin wieder zurück. Ja, sag mal, dein Thailand-Urlaub, der ist aber gewaltig in die Hose gegangen, oder? Eine halbe Weltreise haben wir gemacht. Ja, die haben dich da drüben schön weggenüdelt, hä? Ich hab eine Auszeit gebraucht. Ach, Mensch, Harald, du brauchst ja keine Auszeit nehmen. Jeder ist schon mal auf die thailändische Walle reingefallen. Aber wenn man hier sieht, was hier abgegangen ist, also unnormal. Krass, oder? Ja, ja. Ja, wir hasseln, Mann. Ich hab einen Weg auf meinen ehemaligen Hof gar nicht mehr gefunden. Naja. So, na komm, lass uns mal hier. Ja, loslegen. Lass uns mal. Jo. Ja. Oh. Hallo, Benners! Oh, hallo. Oh, ist das mein neuer hier? Ja, Chef, guck mal. Oh, der ist so schön und riech mal an den Reifen. Oh. Hör mal auf, immer gleich alles anzutatschen. Naja, aber Chef, guck da an doch. Anzulecken trifft, Ich wollte gerade sagen. Naja. Ja, ich habe schon. Herr Nerding, wollen Sie mal einen Motor starten? Oh ja, bitte. Wenn Ihnen da. Ich? Ja, nee, gerne machen Sie. Ja, echt? Gerne. Warte, muss ich erst vorglühen kurz. Oh, ein Traum. Herr Bayer, kommen Sie mal kurz mit. Ein Stück zur Seite. Moment, ich werde hier abgedrängt. Oh. Ja, der Turbo ja. Aber, mein lieber Mann. Herr Bayer? Ja? Mein BMW ist irgendwie weg. Haben Sie da nicht die Meldung bekommen? Welche Meldung? Müssten Sie mal Herrn Adler fragen. Die BMWs sind alle zurückgegangen zu BMW selber, weil die einen technischen Defekt haben. Die konnten unsere Händler hier nicht lösen. Kommen die wieder? Ja, die kommen auf jeden Fall wieder. Die sind nur, also ich weiß nicht, wahrscheinlich hat der Herr Adler ihren geholt, das weiß ich jetzt nicht, aber unsere sind alle, mussten wir runterfahren, die sind abgeholt worden, weil die eine Rückrufaktion hatten von BMW. Ach so. Genau, aber die müssten eigentlich bald schon wieder kommen. Oh ne, gut, okay, weiß ich Bescheid. Gut, ja. Dankeschön. Bitte. Gut, dann gehen wir weitermachen. Ah? So einen müssen wir ins Kauf. Ja, ich glaube auch. Yes. So. Da ist, oh. Ein heißes Gerät, ja. Oh, nochmal. Oh, gut, ich wollte ja nichts sagen, aber wollen wir mal reinhasseln? Ja, gerne. Wir sind alle da, oder? Wo gibt's denn hier? Da sein, ja. Kann ich nochmal schnell auf Klo? Hier drin ist auch eins. Nee, kannst du nicht, wir fangen jetzt an. Ja, mit dem Minimog fahren kannst du, das können ja scheinbar alle. Ja. So, dann heiße ich Sie im Namen der Stadt natürlich recht herzlich willkommen. Ich denke, das Warten hat ein Ende, wir haben es endlich geschafft. Wir können heute voller Stolz unser neues Gemeindegebäude vorstellen. Natürlich, ich denke, viel spricht für sich. Wir können ja schon einiges erkennen daran. Wir haben natürlich auch hier den Notarzt mit untergebracht, die Feuerwehr der Gemeinde und natürlich auch die Polizei konnten wir mit unterbringen. Kann man da mal, machen wir eine Begehung? Genau. Okay, wenn Sie, sehr cool. Egal wann oder was, Fragen haben, am besten den Herr Faul fragen, weil der hat sich um die ganze Bebauung gekümmert. Der Faul hier? Da bestimmt. Gunder. Ja, er wurde haben mal Sie wieder entlassen. Nennen wir es mal Freigang. Aber Leute, seid vorsichtig. Ich glaube, der Faul hat wieder ein Auto. Dann lass uns doch mal loslegen hier, Menschenskinder. Aber ich muss sagen, eine Frage ist, hier ist Feuerwehr, Polizei, Gemeinde und Notarzt, alles komplett zusammen? Ja, wir mussten hier ein bisschen Geld sparen. Deswegen haben wir einfach alles zusammengelegt. Ansonsten hätte es unseren Kostenrahmen komplett gesprengt. Also wir reden hier von geplanten Baukosten von 8 Millionen Euro. Oh mein Gott. Daraus sind 53 Millionen geworden. Hashtag BER. Ich wollte gerade sagen, das kommt stark gespart. Aber Herr Ziegel, hä? Ich würde sagen, leicht übers Budget, oder? Ja, aber nur geringfügig. Aber ganz dezent, Herr Ziegel, was ist da mit der Baute? Dafür ging schnell. Also eventuell haben wir uns da am Anfang ein bisschen verkalkuliert und also es ist ja an sich nur eine geringe Abweichung. Ja. Die ist selbst für einen Ringel nicht mehr also gering. Ich muss zugeben,
Also Herr Bayer, ich habe das Gefühl, Sie nehmen jetzt schon nicht mehr als in letzter Zeit. Oder haben Sie die ganzen eingezogenen Kekse gefressen hier? Das kann ja nicht wahr sein. Ich also bin nur von der ganz kleinen Diskrepanz ein bisschen überrascht gewesen. Kurze Frage, ganz kurze Frage. Don Ziegel? Ja. Leiten Sie auch die Baustelle Berliner Flughafen? Nein, das ist nicht unsere Baustelle. Ah, okay. Man könnte es aber denken. Ja, Das sind wir raus. Naja, ich sag mal, Herr Faul, da sparen wir bei der nächsten Baumaßnahme wieder, oder? Genau, wir werden mal schauen, da wir jetzt minimal verschuldet sind mit knappen 50 Millionen Euro. Dass wir eventuell über eine Steuererhöhung nochmal nachdenken. Das könnte aber vergessen, Herr Faul, aber sowas von. Wie soll die sein? So ungefähr 2.000 bis 3.000 Prozent? Wir könnten ja so machen, wenn wir was für 10.000 verkaufen, gebt man ihnen einfach 20. Also eigentlich müssten wir es schon so machen, wenn sie jetzt 10.000 Euro an Steuern zahlen, dass sie 100.000 zahlen. Ja, damit wir also, dass diese Generation nur aus den Schulden wieder rauskommt. Ja, dann lass es doch aus der 5. oder 6. Generation. Ja, das machen wir besser so. Ja. Eventuell haben wir uns auch beim Einkauf der Einrichtung ein bisschen vertan und da aus Versehen teilweise das Doppelte an Anzahl bestellt. Haben Sie dann in der Klasse zusammengerechnet, Herr Faul? Eventuell sind wir einfach nur Null hinten dran. Das führen wir auf einen Vertipper in der Buchhaltung zurück. Leider haben wir auch ein bisschen zu viel Geld überwiesen. Da die Firma, die uns das geliefert hat, leider mittlerweile insolvent ist, bekommen wir auch beim Geld leider nicht mehr wohl zurück. Ja, das ist klar. Ja, also die Firma, die ist nicht insolvent, die hat den Laden nicht gemacht und hat sich die Malediven verzogen, würde ich sagen. Ja. Oh nee, ey. Ich kann nicht mehr, Hemden, ich würde erstmal weg hier, tschüss. Boah, ganz ehrlich, ey, das Gebäude ist mir direkt unsympathisch. Das ist Steuersumpf. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Also Herr Faul, ich sehe, die medikamentöse Einstellung hat noch gar nichts gebracht. Das nimmt wie es Ende. Leute. Naja, es werden auch noch noch ein paar Kosten auf uns zukommen, da wir. Leider die Kaffeemaschinen, die wir bestellt haben, das waren leider die falschen, das waren hier nur so relativ günstige und wir wollten eigentlich in jedem Büro noch Vollautomaten haben. Ja, das die Fallscheine kommt nach 30.000 Euro. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit zu sparen, Herr Faul. Also das werden wir noch über die Steuererhöhung nochmal finanzieren und dann können wir nochmal über unseren Haushaltsplan nachdenken. Genau. Nee, aber so. Unglaublich. Unglaublich. Nicht zu fassen. Also, von staatlicher Seite ist das eigentlich nichts Neues. Folgendes, und zwar lasst uns bitte die Begehung auf heute Abend 19 Uhr verschieben. Natürlich hier nicht in-game, sondern heute Abend 19 Uhr am Samstag. Und da kommt die zweite Folge True Farming, meine lieben Freunde. Wir machen erstmal Gods & Cuts. Kurz sammeln und dann werden wir uns das Gebäude zu Gemüte führen. Und ihr werdet auch alle Infos bekommen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne bei mir auf Twitch vorbei. Sorry für die kleine Eigenwerbung, aber ich bin gerade live von der Dreamhack für die Leute, die es ab früh um 10 hier gucken. Und ja, in dem Sinne sind wir erstmal raus. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.